Ersten. Dankeschön. Danke. Jo, alles klar. Ja. Danke, danke. Gleiches Silvester. Danke. Ja. Das ist Berlin. Hier werden Drogen verteilt ans Publikum. Herzlich willkommen zum Jahresrückblick 2013 hier in Berlin. Ich bin mit dem Zug hier. Der Flughafen ist nicht fertig geworden. Schade, nicht? Das ist Berlin, das kann passieren, aber Sie haben ja jetzt einen Retter engagiert. Klaus Wowereit ist wieder Aufsichtsratsvorsitzender. Das ist ein Applaus wert. Finde ich auch. Ja, auf die Idee muss man auch erstmal kommen. Er hat dem Flughafen damals bei der Geburt geholfen und jetzt will er ihn auch beerdigen. Das ist schön. Ne, wobei, es soll ja angeblich doch was werden mit dem Eröffnungstermin. Ich habe es gehört, pünktlich zur Fußball-WM in Deutschland 2046 soll er fertig sein. Dann komme ich dann auch zum Jahresrückblick mit dem Flugzeug, wenn Sie nicht die Landebahn vergessen haben. Das weiß man ja nicht. Aber wir wollen ja nicht vorausblicken, sondern zurück. Ne, denn wir haben ja hier den Jahresrückblick, was haben wir? 2013, schon wieder so spät. Wahnsinn. Ne? Viele sind mit großen Hoffnungen in dieses Jahr 2013 gegangen, wo ich ja immer sage, Vorsicht, Enttäuschungen lassen sich im Leben im Grunde nur vermeiden durch niedrige Erwartungen. Gehen Sie so auch an diese Sendung ran. Ja. Ganz oben stand in diesem Jahr meines Erachtens die Bundestagswahl. Ich glaube, das war das, woran wir uns alle erinnern. Wir bekommen eine GroKo, das Wort des Jahres, eine große Koalition. Hurra, wir freuen uns. Die SPD-Mitglieder haben entschieden. Ein Triumph für die SPD und vor allem für Sigmar Gabriel. Er ist jetzt ganz oben angekommen, wo man ihn wahrscheinlich mit dem Kran, aber verdient. Verdient, muss man sagen, nicht? weil er ist verdientermaßen ganz oben, weil er die SPD wieder groß gemacht hat. Nicht? Groß, also größer als die FDP. Herzlichen Glückwunsch. Nicht? 25%, nicht? Das war ein großartiges Ergebnis. Gut, für eine ehemalige Volkspartei waren 25% natürlich im Grunde ein Debakel. Aber es war nicht das schlechteste Ergebnis aller Zeiten, sondern nur das zweitschlechteste. Und da freut man sich bei der SPD, wenn die CDU ja mit ihren gerade mal 41% da die absolute Mehrheit um einen klaren Prozentpunkt verfehlt hat. Ich glaube, das hat sich ja jetzt auch gezeigt beim Mitgliederentscheid. Die ganze Demokratie wäre für die SPD erheblich einfacher, wenn man nur SPD-Mitglieder befragen würde. Eine Mitgliederbefragung wäre übrigens auch, finde ich, gut gewesen für die FDP. Ah, ich sehe, die Älteren erinnern sich noch an die FDP. Wenn die ihre Mitglieder befragen, könnten sich dann in einer Telefonzelle treffen. Bei der FDP, da könnte eine Mitgliederbefragung ja auch mal 3-2 ausgehen. Das wäre spannend. Nein, naja. Aber immer diese Häme. Ich finde, mit der FDP ist ja nun der organisierte Liberalismus in Deutschland im Grunde verstorben. Und das ist ja auch irgendwie schade. Nicht? Weil die Idee der Freiheit an sich ja nicht schlecht ist. Nicht? Vielleicht kann es aber auch gar keine richtige Freiheit geben, wenn Freiheit am Ende bedeutet, dass einer wie Philipp Rösler Wirtschaftsminister werden kann. Nicht? Das ist ja
absurd. Aber ist nicht gerade das auch wieder Demokratie, wenn jeder alles kann? Aber gut, da muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, da hätte es auch Lothar Matthäus machen können. Wow. Oder das Äffchen von Justin Bieber. Nein. Oder ein Schäferhund, falls der Posten irgendwann mal in die CSU geht. Nein. Naja. Philipp Rösler ist jedenfalls raus. Was ich auch ein bisschen traurig finde, ich fand es rührend. Wieder zum letzten Mal, haben Sie es mitbekommen, als da im Bundestag zum letzten Mal die Durchsage erschallte, der kleine Philipp möchte aus dem Kabinett abgeholt werden. Das war's für ihn. Ja? Das war traurig. Aber es sind viele abgetreten in diesem Jahr. Der große Nelson Mandela, die Trauerfeier, sehr ergreifend, ohne jede Ironie. Und noch im Tod stiftete er Frieden. Obama gab Kubas Castro die Hand. Wahnsinn. Ne? Ich glaube, er hat gedacht, das wäre Günter Grass. Ne? Aber egal. Ne? Apropos Günter Grass, Kommissar Derrick, das kam in diesem Jahr im Frühjahr raus. Horst Tappert war bei der Waffen-SS. Ne? Wer hätte das gedacht? Ne? Am Ende kommt noch raus, Grass war bei der Kripo. Ne? Egal. Ne? Wir waren ja bei den Verlusten in diesem Jahr. Schwere Verluste. Auch unser Papst ist von uns gegangen. Benedikt der Viertel vor Zwölfte, ne? Hat seine Karriere beendet. Ne? Er war ja der erste Oberhirte seit 800 Jahren, der den Laden lebend verlassen konnte. Top. Top-Leistung, muss man sagen. Denn eigentlich war es ja so, in den letzten paar hundert Jahren Tradition, den verstorbenen Papst im Fundament irgendeiner Kapelle einzubetonieren. Ne? Aber gut, das ist halt Italien. Nicht die sizilianische Methode, ja. Aber das ist, nein, bitte, nein, das ist ja die Mafia. Nicht? Das ist ja die Konkurrenz. Ja. Nein, einbetonieren. Einbetonieren wäre vielleicht auch für den Bischof von Limburg eine gute Lösung gewesen, aber wollte ich noch gar nicht ansprechen. Wir waren ja noch bei seinem Chef, ne, der ja auch nicht der richtige Chef ist, der Papst nicht, sondern ist ja nur der Stellvertreter des Oberchefs quasi. Der Papst hält sich ja für den Stellvertreter Gottes. Das ist ein Glaube, den man als Normalbürger nicht öffentlich äußern sollte, sonst ist man ruckzuck in einer geschlossenen Abteilung. Ja, aber ja, ne, jedenfalls. Seit dem Mittelalter galt es als angemessen, dass der Papst am Ende befördert wird in die Chefetage im Himmel und Benedikt nicht. Er hat sich zurückgezogen, was natürlich auch sehr katholisch ist, das kennt man ja gar nicht hier im protestantischen, im heidnischen Berlin. Sehr katholisch zurückziehen ist ja bis heute in der katholischen Kirche die einzig zulässige Verhütungsmethode. Wir hatten also, ja. Wir hatten ein sogenanntes Pontificat Interruptus. Kann man sagen, ja, das ist Latein und bedeutet so viel wie, er hat sich rausgezogen. Ne? Und die sprechen ja viel Latein da in der Kirche. Auch seinen Rücktritt hat Benedikt auf Latein verkündet. Ich habe es erst gar nicht verstanden, obwohl ich das große Latinum habe. Aber ich bin nicht mehr so gut. Also der einzige Satz, den ich noch fehlerfrei übersetzen kann, ist Agricola querit feminam. Was so viel heißt wie Bauer sucht Frau. Ne, das war. Ja, das war. War meine Lieblingssendung dieses Jahr. Ich liebe Bauer sucht Frau. Ich rate immer so gerne mit. Ne, wer ist Bauer? Wer ist Frau? Ne. Und. Und erst, wer sind die Tiere? Nicht? Das ist ja auch gar nicht so leicht. Und ich habe meist nach dem dritten Bauern schon alle Joker weg. Nicht? So schnell kann es gehen. Aber da sieht man auch, nicht? Der Mensch ist im Grunde auch nur ein Tier. Ein Affe ohne Pelz. Muss ja übrigens schlimm gewesen sein für dieses Kapuzineräffchen, als sie ihm bei der Einreise nach Deutschland Justin Bieber weggenommen haben. Nicht?
Das Äffchen muss wahnsinnig traurig gewesen sein, weil es ist so schön, wenn man einmal jemanden gefunden hat, mit dem man sich auf Augenhöhe unterhalten kann. Nicht? Wie? Ne? Auf Augenhöhe, wie CDU und SPD. Ne? Da waren wir ja noch thematisch eigentlich bei der großen Koalition, die jetzt kommt. Ne? Man hört es ja schon im Hintergrund. Ta, 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 da, ta, ta, ne? Und so weiter. SPD und Union, ein schönes Paar. Ein bisschen so wie Ernie und Bert, Dick und Doof. Aronal und Elmex, Pocher und Lisicki oder eben Sigmar und Angela. Ne? Sigmar Gabriel und Angela Merkel, sie haben auf Augenhöhe verhandelt. Augenhöhe war das Lieblingswort der Sozialdemokraten. Es war ihnen sehr wichtig, Augenhöhe. Um das zu verstehen, muss man sich die Parteien in den Koalitionsverhandlungen als Personen vorstellen. Und wenn wir jetzt die Prozente, die die Parteien bekommen haben, in Körpergröße umrechnen, dann war es so, die SPD 1,25 Meter diskutiert mit Mutti 2,05 Meter auf Augenhöhe. Beziehungsweise, ja, Sigmar Gabriel denkt, was er da sieht, das wären die Augen. Ja, aber ich sage Ihnen, dieses Bild kriegen Sie heute nicht mehr aus dem Kopf. Das ist, naja, Augenhöhe. Ne? Und Ursula von der Leyen wird Kriegsministerin. Ne? Endlich mal ein richtiger Kerl, oder? Ja. Komm, reden wir lieber wieder über schöne Dinge. Nicht? Was ist noch passiert das Jahr aber? Nicht? Der Paralympics-Superstar Oscar Pistorius hat seine Freundin erschossen. Gut, es war jetzt auch nicht so schön, nicht? Aber immerhin war es aus Versehen. Ja, wie er sagte, durch die geschlossene Badezimmertür. Nicht? Ich meine, das kann passieren. Nicht? Das ist auch... Woher soll ich bei mir zu Hause wissen, wer da steht, morgens nach dem Aufstehen? Nicht? Wenn ich da auf meine Badezimmertüre schieße. Nicht? Man muss auch... verzeihen können. Ne? Shit happens. Ja, so ist es doch. Ne? Was war noch? Im Oktober habe ich folgende Meldung gelesen in der Berliner Zeitung. Feuerwehr muss Penis aus Toaster befreien. Ne? Ja, so ist der Herbst. Ne? Da drehen die Kerle durch und verwechseln ihre Frau mit einem Toaster. Und Joachim Löw hat verlängert bis 2016. Wunderbar, der Vertrag wurde unterschrieben, kurz nachdem man ihn aus dem Toaster... Nee. Nein, jetzt. Bitte. Jetzt bin ich durcheinander gekommen. Das stimmte gar nicht. Das ist aber ist auch wurscht jetzt. Egal. Aber die Auslosung für Brasilien war okay, oder? Wie fanden Sie es? Portugal, Ghana, USA. Ne? Bitte. Nein, komm. Man muss jeden Gegner ernst nehmen. Aber doch nicht die. Nee, das sind doch Opfer. Die hauen wir in Straßenschuhen weg. Da schicken wir die Frauen am Platz. Ne? Wenn wir bis dahin unsere Verletztenliste in den Griff kriegen. Nicht? Das ist natürlich ganz wichtig, wenn wir die schlagen wollen. Nicht? Wir haben ja einige Verwundete. Nicht? Wenn ich unsere Nationalmannschaft gucke, da denke ich an 1944. Also Schweinsteiger, Oberschenkeldurchschuss, nicht? Kedira auf eine Tretmine und so. Nicht? Also im Grunde haben wir ein komplettes Weltklasse-Mittelfeld im Lazarett. Nicht? Aber... Bitte komm, seit wann braucht Deutschland Weltklasse-Spieler? Wir sind mit Bremen und Buchwald Weltmeister geworden. Unter der geistigen Führung von Lothar Matthäus. Also bitte. Gar kein Thema, das schaffen wir. Und außerdem auch andere Nationen haben ihre Ausfälle. Nicht? Sylvie van der Vaart fällt aus für die Niederlande. Nicht? Die heißt ja jetzt auch gar nicht mehr Van der Vaart. So ändert sich alles. Hat sich unheimlich viel geändert dieses Jahr. Gérard Depardieu ist jetzt Russe. Und Lance Armstrong hat dieses Jahr zugegeben, dass er gedopt hat. Wer hätte das gedacht? Ein Radfahrer, der dopt, das ist ja absurd. Das ist ja wie ein Alkoholiker, der trinkt. Unglaublich.
Aber es war ein gutes Sportjahr, oder? Champions League Finale, rein deutsch. Das habe ich immer wieder gehört. Ein rein deutsches Finale. Also ich gehöre noch zu der Generation. Für mich klingt das so ein bisschen so wie Wochenschau 1941. Rein deutsches Finale. Aber das sollte uns nicht nervös machen. Da spielten immerhin Robben und Ribéry gegen Subotic und Lewandowski. Also das ist... Ja, bitte, das ist doch... Das ist internationale Solidarität. Völker höret die Signale. Der beste deutsche Torjäger allerdings kommt aus Leverkusen. Aber er schafft es irgendwie nicht so richtig ins Nationalteam, der Kießling. Wahrscheinlich, weil er seine Tore gerne phantomartig durch das Außennetz erzielt. Das gehört sich nicht. Das tut man nicht. Aber auch so wird man Weltmeister, wenn man neue Wege geht. Auch wenn es regeltechnisch nicht ganz einwandfrei ist. Aber komm, man muss auch vergeben können. Ich bin ja katholisch erzogen worden und bei den Katholiken lernt man das ja noch. Verzeihen. Da wird gebeichtet und dann ist auch gut. Wenn sich der Bischof von Limburg mitten im Zölibat eine Doppelbadewanne einbaut, das muss man verzeihen. Das ist katholisch, da geht man beichten und dann freut man sich an der Wanne. Das ist doch herrlich. Ja, der Laie... Ich als Laie frage mich manchmal dann natürlich schon, wofür braucht eigentlich ein Bischof eine Doppelbadewanne? Wenn ich es richtig verstanden habe, für einen Hund, oder? Oder ein verlorenes Schäfchen, das zurückgekehrt ist in den Kreis derer, die Brot und Badewasser teilen. Was wurde dieser Mann angefeindet, anstatt mal das Positive zu sehen? Immerhin hat er kein Kinderzimmer im Keller gebaut. Das ist doch schon mal was. Dass die Kosten da so ein bisschen, ja klar, war die Hütte zu teuer, aber das passiert. Ich habe mir ein Gartenhäuschen bauen lassen. Kostenvoranschlag kommt, bei den Handwerkern kostet die Stunde teilweise 50 Euro, da ist die Anfahrt auch gar nicht mit drin. Da fehlen noch ein paar Schrauben, zack, sind 40 Millionen weg. Das geht so schnell. Es wurden ja in diesem Jahr sehr viele moralische Debatten geführt. Wir hatten ja auch eine Sexismusdebatte dieses Jahr. Das war dieses Jahr. Man meint, es wäre im 19. Jahrhundert gewesen, Der bekannte Weinkönig Rainer Brüderle hatte ja noch bekannt, ja. Rainer Brüderle, nicht Micky Krause, Rainer Brüderle hatte um Mitternacht mit einer Journalistin an der Hotelbar zusammengesessen, einem Ort, wo Männer und Frauen um diese Uhrzeit normalerweise tiefe politische Gespräche führen. Nachts um 12, an der Theke. Fragt man ja gerne mal als Mann, kommst du noch mit aufs Zimmer? Wird gern noch ein paar Wahlkampfthemen durchgehen. Und exakt an so einer Bar hat der liberale Lustkreis Rainer Brüderle einer Journalistin mitgeteilt, dass sie, halten Sie sich fest, Brüste hätte. Und zwar Brüste, die geeignet wären, ein Dirndl auszufüllen. Das hat uns alle, glaube ich, sehr schockiert. Bah, was für ein Ferkel. Oh, kann man ja machen. Unfassbar. Ja, und ich glaube, die Dame vom Stern war so schockiert, dass sie es ein Jahr später darüber schreiben konnte. Und wie es der Teufel will, ausgerechnet im Wahljahr, im Stern, wo man über die Erwähnung von Brüsten traditionell empört ist. Und plötzlich wurde aus diesem lausigen Artikel eine Sexismusdebatte. Claudia Roth legte in der Bild-Zeitung großen Wert darauf, ebenfalls schon mal beleidigt worden zu sein. Herzlichen Glückwunsch. Alice Schwarzer erklärte Günther Jauch seine Krawatte sähe aus wie ein Penis. Aber Frauen dürfen das. Zumal Männer das Wort Penis immer gerne hören. Penis. Und dann freuen sie sich. Penis. Männer sind ja sehr einfach gestrickt. Viele fragten sich in diesen Tagen, ist nicht bereits die Existenz des Mannes an sich eine sexuelle Belästigung wegen seiner
Fixierung auf die Penetration. Ich sollte der Penis nicht möglicherweise im Sinne Sigmund Freuds als Hieb- und Stichwaffe angemeldet werden müssen. Denn der Mann ist nicht therapierbar. Das ist nun mal so. Das ist ein Fehler im Bauplan. Das Gehirn ist ja, das Rückenmark, mit dem Geschlechtsteil direkt verbunden. Und von diesem Geschlechtsteil erhält es seine Befehle über den sogenannten Kachelmann-Kanal. Geht das dann hier wieder nach oben, beziehungsweise, oder? Heißt der anders? Ich weiß es nicht. Ich guck's nochmal nach. Aber ist auch wurscht im Grunde. Im Grunde sind sie alle gleich, die Kerle. Johannes Heesters hat, da war er, glaube ich, 98 oder so, da kam er nach einer Augenoperation aus der Klinik und da hat er gesagt, Frauen, lasst euch liften, ich kann wieder sehen. Ab Mitte 90 gilt das dann wieder als charmant. Muss Brüderle einfach noch ein bisschen warten. Ich habe das Gefühl, das ganze Jahr über ging es fast nur so um Männer und Frauen, Fortpflanzung. In England zum Beispiel kam das Royal Baby. Sowas haben wir bei uns nicht. Ne? Die Merkel macht aber auch nichts, oder? Ja, das. Das macht uns Deutsche sehr, sehr traurig. Und deshalb haben wir bei den Royals richtig mitgepresst. Nicht das Royal Baby. Kam und kam noch nicht. Das war doch schlimm, dann nach gefühlten 16 Monaten. Blub, nicht, da war es endlich. Und alle fragten sich, was ist es? Nicht, bis Prinz William wörtlich sagte, es hat bereits mehr Haare als ich. Und da wussten alle, ne? Es war entweder ein Hobbit oder ein Schimpanse. Und wo wir ein Quatsch, ein bisschen von beidem. Egal. Und wo wir gerade beim Thema hässliche Tiere sind, der Blobfisch wurde dieses Jahr zum hässlichsten Tier der Welt gewählt. Unglaublich. Haben Sie das gesehen, das Foto? So ein weißlicher, aufgedunsener, völlig formloser Haufen. Als ich das Foto gesehen habe, habe ich wirklich erst gedacht, boah, was ist aus unserem Boris geworden? Für ihn war es, glaube ich, auch kein leichtes Jahr. Immerhin, er hat seine zweite Biografie vorgelegt, sehr erfolgreich. Ne? Also nicht, dass sie jemand gekauft hätte, aber die Aufregung war schon groß. Nicht? Boris hat schonungslos gebeichtet, nicht? Diese Geschichte damals mit dieser Hotelangestellten da in der Besenkammer und so, wo er die da, Sie wissen schon, ne? geliebt hat. Nicht? Na gut, das wäre jetzt auch übertrieben. Sag mal, Liebe gemacht hat er mit, sagen wir, wie es ist, wo er sie weggehobelt hat. Nicht? Das wäre aus einer Sehnsucht entstanden, nach Liebe und Zuneigung, hat Boris geschrieben. Aber das kennen wir alle, oder? Wenn wir dieses, also mir geht es zumindest so, wenn ich dieses Verlangen habe nach Liebe und Zuneigung, gehe ich sofort in die Besenkammer. Das ist einfach so. Und als Boris dann mit den Fliegenklatschen am Kopf gegen Oliver Pocher im Fernsehen antrat, da waren selbst depressive Fernsehzuschauer so glücklich, weil sie wussten, es gibt Menschen auf dieser Welt, denen geht es noch beschissener als mir. Ja? Vielen ging es ja beschissen dieses Jahr. Edward Snowden zum Beispiel. Ne? Das war ja auch für mich eigentlich einer der Männer des Jahres, ein echter Freiheitskämpfer, der deswegen ja auch in das letzte freie Land der Welt fliehen musste, nach Russland. Ne? Also der Gérard Depardieu unter den Geheimagenten quasi. Ne? Putin ist ja bekannt für seine Verachtung der Geheimdienste, nicht schon, weil er mal KGB-Offizier war. Und als solcher hat er natürlich große Sympathie für Freiheit und Selbstbestimmung und Snowden hat uns unter Putins Schirmherrschaft sozusagen allen etwas Unglaubliches vor Augen geführt. Er hat uns bewiesen, es gibt Geheimdienste, die arbeiten. Und jetzt halten Sie sich wirklich bitte fest. Geheim.
Daher kommt übrigens auch der Name Geheimdienst, im Gegensatz zum öffentlichen Dienst. Der arbeitet öffentlich, beziehungsweise arbeiten ist dann natürlich auch wieder relativ. Aber das hat viele überrascht. Nicht? Plötzlich fragten sich doch alle, werd ich abgehört? Nicht? Und vor allem, warum? Nicht? Natürlich will man das nicht. Abgehört werden, wenn beispielsweise der Urologe anruft, um einem mitzuteilen, was diese roten Punkte bedeuten. Nicht? Das ist nicht schön. Nicht? Und muss ich Ihnen ehrlich sagen, mir tun da auch die Spione leid. Nicht? Was die sich anhören müssen, meine Fresse. Nicht? Boah. An die denkt doch wieder keiner. Ne? Und die meisten Menschen müssen sie nicht mal abhören. Ne? Ich fahre viel Bus. Die brüllen derartig laut in den Hörer. Da weiß der ganze Bus, oh, nee, der hat sich aber was Unangenehmes eingefangen. Ne? Da tut mir auch wirklich, auch so ein Obama, das tut mir einfach leid, was der sich da anhören muss, wenn es bei Frau Merkel juckt. Ne? Das ist doch, boah. Ne? Obama hat ja auch eine astreine Karriere hingelegt, oder? Vom Messias zum Loser. Ne? Hat ja im Grunde nichts auf die Reihe gekriegt. Und jetzt will er sich, hat er dieses Jahr gesagt, er will sich für das Klima engagieren. Ja, das kann ja heiter werden. Ne? Wobei, da muss natürlich dringend was passieren. Wir hatten ja wieder einen Weltklimagipfel. 3000 Klimawissenschaftler haben Klimamodelle erstellt und alle waren sich einig, es wird ganz, ganz furchtbar. Ein kleines Manko. Bei den Klimamodellen ist natürlich, dass nicht eines das Klima der letzten 15 Jahre richtig vorhergesagt hat. Es kam nämlich raus, es ist in den letzten 15 Jahren auf der Erde unerklärlicherweise nicht wärmer geworden. Nicht? Aber da sieht man wieder, nicht? Wie perfide die Klimaerwärmung ist. Nicht? Dass sie zur Tarnung sogar auf einen Temperaturanstieg verzichtet. Nicht? Das ist mal richtig schlimm. Nicht? Da hören wir mal. Trotzdem ist natürlich alles ganz furchtbar, aber man fragt sich als Laie, wenn die mir nicht mal sagen können, wie das Wetter in 2 Wochen wird. Wie schaffen die es mit dem Meeresspiegel in 86 Jahren, im Jahr 2100, in Zentimetern vorherzusagen? Das ist, ich bin gespannt. Also, ich habe ja noch vor, das zu erleben. Bis dahin gibt es Ersatzteile. Ja. Was sollen wir machen? Wir müssen ja irgendwas tun, nicht? Aber es sieht nicht gut aus. Nicht? Was soll man machen? Weil wir ja immer denken, eine Energiesparbirne in der Nachttischlampe wird den Eisbären retten. Nicht? Vergiss es. Venedig lag vor 10.000 Jahren noch 80 Meter über Meeresspiegel. Ist kein Scherz. Es war auch kein Spaß da. Jeden Abend die Gondeln den Berg rauftragen. Und so. Das war auch schlimm. Und seitdem... Und seitdem haben wir einen Anstieg der Meere um 80 Meter erlebt, Tendenz steigend. Und das ist natürlich ärgerlich auf Sylt. Die haben die höchsten Immobilienpreise in ganz Deutschland. Haben sie gerade die Grunderwerbssteuer überwiesen und kaum 4000 Jahre später liegt das Objekt 30 Kilometer vom Strand entfernt. Und zwar seewärts. Das ist mal richtig scheiße. Ne? Ja, da... Da bringt es doch nichts mehr, wenn sie einen Aufzug haben, der von der Tiefgarage direkt ins Wohnzimmer führt, nicht, wenn einem die Quallen durch die Bulltaubküche schwappen. Nicht? Und dann sind viele Menschen enttäuscht von der Politik und fragen sich, warum wird der Klimawandel nicht einfach verboten? Ja, aber Politik ist nicht allmächtig. Das enttäuscht viele Menschen. Und dann gehen sie nicht zur Wahl. Aber ich sage Ihnen eins, wer nicht gewählt hat in diesem Jahr, der hat das Recht zu meckern ohnehin verwirkt. Nein. Weil die dann immer noch sagen, meine Stimme zählt doch nichts. Ja, was ist das denn für ein Schwachsinn? Nein. Wie viele haben gewählt? Etwas mehr als 40 Millionen, ich glaube 42 Millionen. Nein. Und dann zählt ihre Stimme eben ein 42 Millionstel. Und das ist auch gut so. Das liegt daran, dass sie hier nicht alleine wohnen. Und ich kenne viele Leute, wenn deren Stimme mehr zählen würde, würde ich sofort auswandern. Das Angebot, ja. Ich meine, das Angebot bei der Wahl war ja durchaus vielseitig. Das muss man schon sagen. Ganz vorne natürlich Steinbrück und Merkel. Steinbrück, die Älteren erinnern sich noch. Der Mann mit dem Mittelfinger. Ich glaube,
Ehrlich gesagt, er wollte gar nicht Kanzler werden, weil er als Regierungschef viel zu große finanzielle Einbußen gehabt hätte. Ne? Er hatte sich ja auch... Nein, er hat... Ja, er hat... Ne? Ich glaube, seine Klagen über das kommende Kanzlergehalt haben zu seinem Erfolg maßgeblich beigetragen. Ne? Aber Frauen arbeiten für solche Beträge. Ne? Ja? Frauen... Ja? Frauen beklagen sich ja oft, dass sie es nicht in Spitzenpositionen schaffen. Und da müssen sie am Ende Bundeskanzlerin werden. Ne? Für ein Gehalt, da hebt ein Investmentbanker nicht mal den Arsch für aus dem Bett. Ne? Deswegen gehen Frauen auch eben dann oft in Pflegeberufe. Ne? Und Frau Merkel interpretiert den Job der Kanzlerin ja auch mehr so als Pflegerin des Volkes. Ne? Sie sagt, ja, wird gut. Ich glaube, sie gibt uns auch Beruhigungsmittel, da bin ich von überzeugt. Nicht? Deswegen hat sie auch die Wahl gewonnen. Sie versprach ja weitere 4 Jahre nix. Ne? Beziehungsweise die gleichen Medikamente wie bisher. Ne? Und das... Ne? Das will der Wähler doch auch. Er will keine Politiker, er will eine Mutter. Deswegen sind Frauen in politischen Führungspositionen ganz schwer im Kommen. Überall auf der Welt übrigens. Außer natürlich im Vatikan. Der Papst ist wieder ein Mann, soweit man das beurteilen kann. Ich hatte mich ja auch beworben. Ich bewerbe mich jedes Mal, wenn die Stelle frei wird, aber die haben nicht mal geantwortet. Da frage ich auch ein bisschen. Vielleicht, weil ich ausgetreten bin. Ich weiß es nicht. Die sind da so... intolerant, also ich fand meinen Brief eigentlich sehr gut formuliert. Ich hatte geschrieben, was hatte ich geschrieben? Sehr geehrte Kardinälinnen und Kardinäle, würde mich als Stellvertreter Gottes anbieten, da der Job als Gott selbst nicht ausgeschrieben wurde. Aber ich bin bereit, Abstriche zu machen und ich glaube, das war der Fehler. Ja, man sollte... Man sollte in einem Brief an die Kirche niemals das Wort Abstrich verwenden. Nicht? Dann sind die gleich so ein bisschen in der Defensive. Ne? Naja, dann hatte ich noch meine sonstigen Qualifikationen aufgeführt, dass ich auch privat gern Kleider trage und so weiter, aber es hat alles nichts gebracht. Ne? Naja, aber deswegen bin ich im Grunde heute Abend hier. Schade eigentlich, denn auf Dauer wird der Vatikan der letzte Zufluchtsort für uns Männer sein, denn den Frauen gehört die Zukunft. Unsere ganze Gesellschaft ist ja indessen so, dass alle Normen weiblich sind. Man soll einfühlsam sein, sich kümmern, sich sorgen und so weiter. Das waren ja früher feminine Tugenden, das gilt heute für alle. Man verhält sich weiblich. Es kommt nicht gut an, wenn sich heute ein Kerl noch wie ein richtiger Kerl benimmt. Beim Geschäftsessen mal anständig rülpst und dann sagt, scheiß die Wand an, geiler Fraß, wann kommen die Weiber? Das geht gar nicht. Nein. Sagen, was ich persönlich aber auch gut finde, wenn man es unterlässt, da bin ich irgendwie, ich weiß auch nicht, glaube ich bin lesbisch. Aber ist ja wurscht, ist ja egal jetzt. Naja, wir waren ja eigentlich noch ganz woanders, wir waren ja noch bei der Bundestagswahl. Nicht? Sie hätten insgesamt 34 Parteien wählen können, nicht? Da haben sie gar nicht, wahrscheinlich haben sie gar nicht auf dem Schirm, oder? Nicht? Da liest ja keiner den Wahlzettel ganz durch. Ich mach das, schon weil es Spaß macht. Nicht? Da gab es, weiß ich nicht, was die alles angeboten haben, die Violetten, BEG, PBC, BP, ÖDP, AfD, FDP. dann außerdem dabei die PDF, die Partei der Vernunft. Ne, auch eine gute Idee. Ne? Ja. Bitte, warum nicht? Warum soll man es nicht mal mit Vernunft versuchen, ne? Hat aber nicht hingehauen so richtig. Wahrscheinlich, weil der Spitzenkandidat Immanuel Kant kurzfristig verstorben war. Kam blöd aus. Ist aber auch anderen passiert. Nicht? Der NPD zum Beispiel, deren Spitzenkandidat Adolf Hitler war wegen einer Schussverletzung verhindert. Stalin fiel aus für die marxistisch-leninistische Partei. Wäre allerdings auch für Teile der Linkspartei bei uns im Westen, im Rheinland, durchaus ein Wunschkandidat gewesen. Stattdessen hatten wir bei uns im Wahlkreis Sarah Wagenknecht. Naja, die ist auch erheblich besser rasiert. So, das ist toll, finde ich. Wer bei uns alles gewählt werden darf, da sollte man sich freuen.
Und wir wählen in Sicherheit bei uns. Das ist auch nicht selbstverständlich. Im Kongo wird man häufig noch an der Urne erschossen. In China wird man inhaftiert, wenn man es falsch angekreuzt hat. Im Iran wird man gefoltert. In Nordkorea macht man sich gar nicht erst die Mühe. Da wird nach guter alter Sitte liquidiert. Und wenn es der eigene Onkel ist, weg die Sau. Es ist vieles hier besser als sein Ruf. Natürlich haben wir auch Probleme hier bei uns in Deutschland. Die Finanzkrise ist immer noch am Laufen, auch wenn viele glauben, dass sie vorbei sei. Aber gucken Sie mal nach Amerika. Die mussten wochenlang den Staat zumachen. Shutdown nennt man das. Im März ist es vielleicht wieder soweit. Ich bin gespannt. Was haben wir uns über Griechenland aufgeregt? Über diese Zillionen von Schulden? Das sind doch Peanuts. Gucken Sie sich die USA an. Das sind Trötel, die Jötel, die Brötelionen. Ja, so viele Schulden sind das. Alle total überschuldet. Ja, noch alle. Völlig den Arsch voll Schulden. Deutschland, England, Takatukaland, Schlumpfhausen, Zypern, völlig egal. Zilliarden, Fantastilliarden an Schulden. Früher hatten wir Bankräuber. Lächerlich. Geld raubt man nicht. Man gibt es aus, obwohl man es nicht hat. Das ist das perfekte Verbrechen. Wer raubt denn heute noch? Ja, bitte. Wer raubt denn heute noch eine Bank aus? Das sind doch Schwachmaten. Heute arbeitet man in einer Bank, im Aufsichtsrat oder im Vorstand. Da kann man die Millionen ohne unternehmerisches Risiko einfach an der Seite rausziehen. Was soll man sich da aufregen? Ja, klar, sicher, wir haben Schulden. Aber das Positive ist doch, die müssen wir doch nicht mehr zurückzahlen. Wofür haben wir Kinder in die Welt gesetzt? Und irgendwann werden die uns vielleicht mal vorwerfen, dass wir in der guten alten Zeit ihr Geld ausgegeben hätten. Und dann werden wir unseren Kindern sagen, ja. Aber weil wir euer Geld ausgegeben haben, war es für uns die gute alte Zeit. Ja, bitte. Natürlich geben wir gerade das Geld aus, das unsere Kinder irgendwann mal verdienen werden. Aber dafür haben wir ihr Erbrochenes weggemacht. Und zwar letzte Woche noch. Die saufen ja, das ist ja wirklich schlimm. Das ist, ja, aber was sollen sie machen? Die haben so viele Schulden, kein Wunder, dass sie saufen. Uns geht's ja noch gut. Im Grunde geht es uns ja noch am allerbesten. Deswegen sind die anderen ja so fuchsig auf uns da in Griechenland und so und protestieren, was das Zeug hält. Und zeigen uns immer diese Bilder von Angela Merkel mit Hakenkreuzbinde, wo viele bei uns natürlich empört waren. Wie kann sich die Merkel so fotografieren lassen und so. Die Bilder waren gar nicht echt. Ich glaube, der Merkel war es auch wurscht, die zieht das durch, ganz sachlich. Bringt ja auch nichts, sich aufzuregen. Wir sind ja eh an allem schuld in Europa. Wenn auf Kreta eine Ziege krank wird, wenn Herr Berlusconi eine Erektionsschwäche hat, wenn eine Russenbank in Zypern pleite geht, das sind alles wir schuld. Also die Nazis, die Reichen, das sind wir. Und das ist gut, wenn wir sagen, ja. So ein Therapeuten, ja. Sonst eskaliert die ganze Scheiße irgendwann, Ich bin sehr dankbar, dass die Zeit der emotionalen Führer in Deutschland vorbei ist. Als wir noch mit Leidenschaft regiert worden. Im Ausland wäre man oft genug mit diesem Schwachmaten in Verbindung gebracht da. Ich war in Neuseeland, da hat mich wirklich einer gefragt, das ist kein Scherz, hat mich wirklich gefragt, ob Hitler bei uns noch an der Macht wäre. Hab ich gesagt, wir hätten jetzt Jogi Löw. Hab ihm dann erklärt, Hitler wäre doch nach Arabien gegangen, ob er das nicht mitgekommen hätte, wo man ihn ja noch heute als großen Antisemiten verehrt. Und da hätte er den Namen Osama Bin Laden angenommen und dann hätten ihn die Amerikaner erschossen, angeblich in Pakistan, aber in Wirklichkeit in Texas von einem Sheriff, der gesagt hat, mit dem Bart hätte er ausgesehen wie Mexikaner und das ganze Dorf hätte applaudiert und so. Was mir wirklich Sorgen gemacht hat, war, der Neuseeländer hat mir geglaubt. Und die sind in der PISA-Studie vor uns. Obwohl wir aufholen.
Ne, kam erst die neue PISA-Studie. Unsere Abiturienten können indessen teilweise lesen und schreiben. Ne. Ich glaube, das nennt man bilingual. Ne, aber muss ich mich nochmal erkundigen. Ne. Auch die Medienkompetenz ist gestiegen. Man sieht das im Restaurant, wenn die Tochter ihr Mittagessen postet, damit die Freundin auf der anderen Seite des Tisches weiß, was sie bestellt hat. Ne, über Satellit, das ist Wahnsinn. Ne, das ist schon toll. Ja, ist das super, ne? Ja, viele regt das dann auf, ne? Aber ich sage Ihnen, wenn das unsere Sorgen sind, dann geht's doch, ne? In anderen Ländern gibt es Rassismus. Wir haben den Negerkönig aus Pippi Langstrumpf rausgestrichen, ne? Das ist gut gemeint, ne? In Holland wollten sie sogar den Zwarten Piet verbieten, kennen Sie den? Das ist so ein schwarzer Mann, eine Art Gehilfe vom Nikolaus in Holland, und der sollte wegen Rassismus von der EU verboten werden. Meines Wissens der erste Versuch in Europa, einen schwarzen Mann wegen Rassismus zu verbieten. Herzlichen Glückwunsch. Und wahrscheinlich ist als nächstes der Osterhase dran. Der entspricht nämlich auch nicht den Agrarnormen. Ein Säugetier zum Eierlegen zwingen. Ja, wo gibt's denn sowas? Unentgeltlich ausgebeutet. Dazu noch Pelzträger. Wo sind wir denn? Ne? Aber egal. Ne? Insgesamt gesehen muss man sagen, ich weiß, das hören wir alle nicht gerne, das weiß ich. Aber historisch gesehen kann man am Ende dieses Jahres sagen, es war ein gutes Jahr. Wir haben keinen Krieg, eine Pestepidemie ist nicht in Sicht und Hansi Hinterseher wurde abgesetzt. Mehr geht nicht, finde ich. Und und es war auch ein gutes Jahr für die Umwelt. Gut, im Osten war Hochwasser, aber ansonsten gibt wieder Biber in Brandenburg, wurden jetzt sogar zum Abschuss freigegeben, weil die Viecher ja die ganze Landschaft umbauen, die machen ja alles kaputt. Ne? Der Rhein, in meiner Kindheit war das eine derartige Kloake, ne? Da gibt es wieder Lachse, wir haben wieder Wölfe, 160 Wolfsrudel, leben in Deutschland, und wenn Sie die Grünen fragen, wie findet ihr das, dann sagen die, aber Löwen, wir haben keine Löwen mehr. Ja, für die Grünen war es nicht so ihr Jahr, oder? Aber selbst schuld, kann man sagen, bei dem, was man so von Ihnen hörte, denke ich, das war vielleicht auch nicht geeignet, Begeisterungsstürme beim Wähler zu entfachen. Nicht? Steuererhöhung, Kindersex, Fleisch abschaffen. Nicht? Das ist nicht das Programm für eine absolute Mehrheit. Nicht? Die gingen ja das Wahljahr mit dem klassischen Spießerslogan, alles verbieten. Nicht? Das hat nicht richtig hingehauen. Aber die waren ja wirklich gegen alles, was Spaß macht, oder? Flugreisen, Autofahren, Heizpilze, Zigarettenautomaten, Fleisch, nicht? Nachtangeln. Das war für mich der Höhepunkt des grünen Programms gegen Nachtangeln. Es scheint ein Problem zu sein bei uns, nicht? Diese ständige Nachtangelei da draußen. Das ist ja, auch, ja, muss wahrscheinlich. Ja. Man fragt sich natürlich, muss da bei Nacht? Ne? Ist ja auch nicht schön, weil der Fisch da geweckt wird. Nicht? Das ist, ja, das ist unmenschlich. Ne, wenn es nach den Grünen geht, wird man in Zukunft den Fisch erst vor dem Angeln fragen müssen. Schläfst du schon? Ne, und dann darf man den aber auch nicht mit dem Haken angeln, ne, sondern man darf rufen, hab dich. Und dann muss der Fisch sagen, auch Menno. Ne, und dann schwimmt er einfach weiter. Ne, das ist. Das nennt man humanitäres Angeln. Nein. Was wollten Sie noch abschaffen, die Grünen? Weichmacher im Sexspielzeug? Das verstehe ich sowieso nicht. Ich meine, sind Weichmacher beim Sex nicht ohnehin kontraproduktiv? Aber egal, es ist auf jeden Fall ja schon mal ein Fortschritt. Man ist heute als Spießer nicht mehr gegen Sex an sich, sondern nur noch gegen Weichmacher. Und das ist schon mal gut. Weil früher war ja Sex an sich noch so richtig, Baba. Ne? Ich kenne auch noch die Zeit, ne? Als ich
Jugendlicher war, muss man noch den Vornamen wissen, bevor man zusammen in die Kiste ging. Das ist ja für Jugendliche heute absurd, nicht? Aber es muss man teilweise 6 Monate warten, bevor man mal richtig ran durfte. Da kam es nicht gut an, wenn man als Junge sagte, 6 Monate, kein Thema, wir sehen Sie im Juni, ich leg's mir auf Termin. Da ist es heute, ja, bitte. Da ist es heute besser. Wir sind sexuell befreit. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ist ja nicht überall so. In Russland kommt man als Schwuler in den Knast. Ne, überhaupt sind unsere selbstverständlichen Freiheiten nicht so selbstverständlich global gesehen. Freie Meinungsäußerung in China, können Sie mal versuchen. Viel Vergnügen. Ne? Afrika ist menschenrechtstechnisch eine einzige Katastrophe. In Südamerika so viel Kriminalität, können Sie gar nicht aus dem Haus, werden Sie sofort erschossen. In Nordamerika haben die Armen nicht mal eine Krankenversicherung. Und in Südeuropa geht das Elend doch schon los. Da ist Korruption, da ist Mafia und wir leben hier in diesem Hort der Zivilisation und heulen uns die Hosen voll. Ne? Bei uns wird noch konkret Politik für die Menschen gemacht, sage ich Ihnen. In Berlin zum Beispiel, da hat die Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg beschlossen. Da können Sie alle hier als Bürger Berlins stolz sein. In Friedrichshain und Kreuzberg sollen nun neben Männer- und Frauentoiletten weitere Toiletten eingerichtet werden. Für Sonstige. Viele, ja. Das ist einen Applaus wert. Ne? Viele halten das für einen Witz, aber es ist nicht so. Die Linke, Grüne, SPD haben für einen diesbezüglichen Antrag der Piraten gestimmt. Klos für Unentschiedene betrifft Transsexuelle, Intersexuelle. Klar, ich meine, komm, wer von uns ist nicht schon durch die Stadt gelaufen und hat in die verzweifelten Gesichter von Transsexuellen geblickt, die bedürftig vor den öffentlichen Klos standen und dachten, auch Menno, da ist ja nichts für mich dabei. Bei uns denkt man noch an Menschenrechte, das ist gut. Und sogar Tierrechte werden immer wichtiger. Auch ein Pferd genießt bei uns das Aufenthaltsrecht in einer Tiefkühllasagne. Ja. Und nicht nur da. Ja. Teilweise hatte man das Gefühl, erinnern Sie sich noch, das war ja Anfang des Jahres, man hatte teilweise das Gefühl, es ist überall nur noch Pferd drin. Wallach, Bolognese, Lipizzaner-Auflauf nicht, das war ja rund um Karneval nicht. Da sagen das ganze Rheinland bei uns, sagen immer, das schöne Lied, es steht ein Pferd auf dem Flur. Nee, keiner wusste warum. Klar, es wollte nicht in die Küche. Logisch. Ja. Im Frühjahr wunderte man sich ja teilweise, dass nicht überall Schilder hingen mit Aufschriften wie Wiener Schnitzel vom Pferd oder Ragout vom alten Brauereiklepper. Nicht viele alte Menschen verloren ihre Zähne, weil sie auf ein Stück vom Sattel bissen. Verbraucherschützer mahnten Gaststättenbesucher auf verdächtig umherliegendes Zaumzeug zu achten. Bei Ikea war der Elch aus Schwein, das geht auch nicht. Pferdefleisch bei Ikea in Köttbullar, also schreibt man Schöttbullar, nennt man das, nicht? Schöttbullar, nicht? Wahrscheinlich auch in Billy. Ne? Überall Pferd. Ne? Ja, wie oft stehen Menschen vor ihren fertig aufgebauten Möbeln und wundern sich, dass sie noch ein Hufeisen übrig haben. Ne? Ja. Pferd. Überall Pferd. Stimmt. Ich sage ja, überall nur noch Pferd. Sogar im Radio kam das alte Lied von Christian Anders. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Was für ein Scheißwitz, oder? Das ist richtig mies. Egal, ich habe gelacht. Unter Niveau, aber es ging. Übrigens, Forscher in Uruguay haben jetzt leuchtende Schafe entwickelt. Das könnte man auch mal mit Pferden machen, dann leuchtet die Lasagne im Ofen. Na, egal, jedenfalls unsere Ministerin für Landwirtschaft und Verbraucherschutz, Ilse Aigner, stand plötzlich im Mittelpunkt. Und wenn Sie mich fragen, sie hat vorbildlich reagiert. Sie forderte eine Untersuchung. Boah, ist die hart. Na, Wahnsinn. Ne? Wahrscheinlich wird in Zukunft an jeder Imbissbude ein Schild hängen müssen, kann Spuren von Pferd enthalten. Ne? Ich hatte übrigens jetzt sogar meine Erdnusspackung, da stand drauf, kann Spuren von Nüssen enthalten. Das ist kein Scherz. Ne? So weit sind wir. Ne? Wahrscheinlich waren es Pferdenüsse. Ne? Oder diese, ja, irgendwo.
Irgendwo müssen die ganzen Walache hierher kommen. Oder die Bio-Eier. Nicht? Das war der nächste Skandal. Das waren wahrscheinlich auch Pferdeeier. Nicht? Sollten Sie irgendwann dieses Jahr Pferd gegessen haben, machen Sie sich deshalb keine Sorgen. Es gibt Schlimmeres. Was meinen Sie, was sonst noch in Ihrem Essen drin ist? Nicht? Das war ja auch schon fast ein Skandal. Als Peer Steinbrück sagte, er trinkt keinen Wein unter 5 Euro. Wie kann man sich darüber aufregen? Was unter 5 Euro kostet, ist kein Wein. Das ist vom Pferd. Ja. Hackfleisch für 1,99, da kann kein Fleisch drin sein, zumindest nicht 4 Beine. Also was da drin ist, nicht, das hat teilweise 6 oder 8 Beine oder 2, wenn in der Familie vom Metzger einer krank war. Nicht? Da wird alles wiederverwertet. Nicht? Die Menschen kaufen Lasagne für 1,25 und wundern sich, dass da kein Rinderfilet drin ist. 1,25, da geht noch die Mehrwertsteuer ab, 30% für den Händler, 2 Cent für den grünen Punkt, 6 Cent sind Logistik, 10 Cent Verpackung, 20% für den Hersteller, bleiben 50 Cent für die Ware. Nudeln, Soße, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker, Grind, Gekröse und der Rest. Und was dann übrig bleibt, das ist Fleisch. Da kann man nur fragen, Fleisch? Und dann, ja, dann... Und dann beschwert sich der Verbraucher, dass die Viecher am Bauernhof keinen Wellnessbereich haben. Die Menschen kaufen eine Hose bei Kick für 7,99. Ich meine, das kann man ja machen. Aber da kann man nicht denken, oh, das wird doch kein Kind zusammengenäht haben. Ja, wer denn sonst? Ein Huhn ist zu blöd dafür. Ja. Und selbst ein Schwein schafft es nicht, obwohl Schweine hochintelligente Lebewesen sind. Ein Vegetarier hat mir geschrieben, weil ich ja bekennender Fleischesser bin, kriege ich sehr viel Post von Vegetariern. Drecksau, verrecke. Nee, und er meinte, als Fleischesser wäre ich so eine Art Kannibale, denn ein Schwein hätte den Intellekt eines 3-jährigen Kindes. Jetzt weiß ich nicht, wie sich mein Brieffreund da entwickelt hat, aber ich konnte mit 3 Jahren sprechen. Und die Unterhaltung mit dem Schwein ist oft sehr schleppend. Gut, ist natürlich auch blöd fürs Schwein, weil es oft gebraten mit am Tisch sitzt. Ne? Aber ich habe ja... Ja. Ich habe ja eher so die Einstellung, jeder soll essen, was er mag. Ich glaube auch der Veggie Day war einer der Hauptgründe für den großen Wahlerfolg der Grünen. Bei uns gibt es doch relativ viele Menschen, die nicht wollen, dass der Staat jetzt auch noch mitentscheidet, was es zum Mittagessen gibt. Was soll das auch? Plötzlich diskutierten alle darüber, was ich essen darf. Plötzlich hörte man überall, Fleisch wäre auch gar nicht gesund, kann man ruhig mal verbieten. Würde aggressiv machen, höre ich da immer. Auf Vegetarierseiten im Internet kommen, es sind immer wieder Listen von besonders friedlichen Leuten, die alle Vegetarier waren. Steht immer Gandhi ganz oben, klar, Gandhi war auch sehr friedlich. Oder der neupythagoreische Philosoph Apollonius von Tyana war ja auch Vegetarier. Wussten Sie schon, okay. Ne, oder Edison, der Erfinder der fleischlosen Glühbirne, ne? Auch Vegetarier. Mir fehlen auf diesen Listen immer ein paar Leute. Der Massenmörder Charles Manson war Vegetarier. Der Völkermörder aus Kambodscha, Pol Pot, war Vegetarier. Hitler war Vegetarier. Ne? Aber klar, muss man natürlich auch mal sehen, wie aggressiv wären die erst gewesen, wenn sie auch noch Fleisch gegessen hätten. Ne? Vielleicht haben wir da sogar noch Glück gehabt. Ne? Übrigens haben wir ja deswegen diese Eckzähne ja auch. Ne? Weil der Mensch, haben sie auch, auch wenn sie Vegetarier sind. Weil der Mensch ein Allesfresser ist. Ne? Wir sind ja bei uns wählerisch, aber insgesamt ist der Mensch eigentlich alles. Ne? So weltweit gesehen ist er sogar Maden, Spinnen, Raupen, Ungeziefer, alles, was sie hier gar nicht kriegen. Ich meine, gehen Sie mal zum Metzger und sagen Sie, ich hätte gern 100 Gramm von der Sackrattensülze. Ne? Kriegen Sie gar nicht. Ne? Ne, und wenn doch, würde ich auch mal den Metzger wechseln, ganz ehrlich. Also, ne. Jeder soll essen, was er will, von mir aus auch Wurst. Das ist sogar ganz wichtig, bitte, essen Sie Wurst. Uli Hoeneß wird den Umsatz brauchen. Ne, der wird einiges nachzahlen müssen. Ne, Aber dass der Hoeneß da reingeraten ist, ja, im Grunde hat er noch Glück gehabt, dass ihn der Bischof von Limburg noch getoppt hat. Bin gespannt.
Ja, ja, bin gespannt. Bin ja wirklich gespannt, ob der nochmal wiederkommt. Ne? Die Witzfigur des Jahres, meines Erachtens, oder? Der Bischof von Limburg, ist ja übrigens schön, dass wir über solche Typen Witzchen machen können. Ne? Bei uns geht das. Ohne, dass mich jemand in die Luft sprengt. Das finde ich ganz großartig hier. Ne? Der Islam ist ja bis heute das einzige Thema, über das man keine Witze machen darf, wenn man sein Leben nicht aufs Spiel setzen möchte. Ne? Islam und Toleranz, das haben wir auch in diesem Jahr wieder gelernt, gehen nur da zusammen, wo Islamisten nichts zu sagen haben. Ne? Das sehen wir in der Türkei, ne? Wo die da im Gezerpark, ne? In Syrien, Irak, Afghanistan, Pakistan, ne? Überall wo die sitzen, ne? Da wird massakriert, was das Zeug hält im Namen Gottes. Und ich bin ja ein großer Freund der Toleranz. Wobei, ich kann auch nicht anders, weil ich so ein bisschen, ich bin renitent. Ne? Ich neige auch zu kleinen anarchistischen Aktionen, wenn ich mal wieder in der Durchgangsstraße ein Tempo 30-Schild aufgestellt habe. Ne? Da möchte ich einfach mal nachts eine Null dazu malen und dann in Höchstgeschwindigkeit da durch. Ja. Ne, ich weiß, das ist nicht richtig. Bitte. Ne? Freiheit braucht Grenzen. In Amerika glauben sie, dass Freiheit auch Waffenbesitz mit einschließt. Und dann schießen die Fünfjährigen mit der Kinderflinte auf die Zweijährigen. Ne? Während bei uns die Grünen das Nachtangeln verbieten wollen. Ich glaube, irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Ne? So ein bisschen. Ja. Ne? So ein bisschen Anarchie im Alltag sollte man sich doch bewahren. Ne? Ein bisschen wenigstens. Mal, weiß ich nicht, was kann man heute noch Anarchisches machen? Mal ohne gelbe Warnweste im Auto fahren. Ne? Ohohoho, nicht? Das ist aufregend. Nicht? Oder mal ohne Zähneputzen ins Bett. Nicht? Das sind die letzten. Mal ohne Sturzhelm auf dem Klapprad. Ne? Wie damals in Easy Rider. Ne? Bald kommt ja auch die Helmpflicht beim Radfahren. Ne? Dann darf ich auf meinem verrosteten Damenrad nicht mehr ohne Helm fahren. Ne? Aber ich möchte auf meinem Fahrrad nicht aussehen wie Ritter Rost. Ne? Und wenn man den Helm auszieht, kleben die Haare wie Ronald Pofalla. Bah, das ist er. Ne? Der will ja jetzt aufhören. Haben Sie das gehört? Pofalla will aufhören. Mich hat so schockiert. Ich glaube, wir werden ihn nie vergessen. Den, wie hieß er noch? Egal, ich weiß nicht mehr. Na, natürlich ist es nicht richtig. Ein Helm beim Fahrradfahren ist vernünftig. Aber es geht immer noch vernünftiger. Irgendwann müssen wir am Fahrrad einen Integralhelm tragen. Lederkombi, fette Stiefel, dass man denkt, der geht zu seiner Honda Goldwing und dann steht da ein Bonanza-Rad. Bei uns ist doch schon alles so geregelt. Ja? Nicht mal auf Ihren Grabstein können Sie bei uns schreiben, was Sie wollen. Da gibt es genaue Vorschriften. Da können Sie sich draufschreiben, der Teilnehmer ist vorübergehend nicht erreichbar oder so. Das geht nicht. Ja, ja oder. Ja. Oder komme gleich wieder oder so. Das geht nicht. Ein Friedhof ist kein Ort für Witze, sagen die dann. Da können Sie sich auf den Grabstein schreiben, ich bin ein Star, holt mich hier raus. Das geht nicht. Hey, alles muss korrekt sein. Ja. Selbst die Straßenverkehrsordnung, die haben sie in diesem Jahr genderneutral gemacht. Nicht? Da gibt es jetzt ja keine Fußgängerinnen und Fußgänger mehr, sondern nur zu Fußgehende. Haben Sie die mal durchgelesen? Ich war enttäuscht, muss ich Ihnen sagen. Ausländer werden zum Beispiel immer noch diskriminiert, kommen nicht vor, werden nicht erwähnt in der Straßenverkehrsordnung. Ich schlage deshalb folgende politisch korrekte Änderung vor. Paragraph 1 einer wirklich neutralen Straßenverkehrsordnung könnte lauten, jeder Verkehrsteilnehmende, also Angehöriger beider Geschlechter sowie Geschlechtslose, sozial Benachteiligte, Sinti, Roma, Juden, Muslimen, politische Flüchtlinge, ein, zwei und Mehrbeinige haben sich im Straßenverkehr er und im Straßenverkehr sie so zu verhalten und so weiter und dann und ja und dann und dann gilt auch nicht mehr nur rechts vor links, sondern gleichberechtigt links vor rechts. Da fährt keiner mehr voraus und wenn doch einer vorausfährt, dann heißt er oder sie ab sofort nicht mehr der oder die Vorausfahrende, sondern der oder die weiter vorn nebenher Fahrende. Wir fahren im Gleichschritt ins Jahr 2014. Dann wird Mick Jagger übrigens, wenn alles gut geht, Urgroßvater. Meine Fresse, die Zeit vergeht. Ne?
Bald ist Weihnachten und wenn Ihnen die Kinder Tosca schenken, dann wissen Sie, der Tod steht auch bei Ihnen vor der Tür. Dazu passt folgende Meldung aus dem Deutschlandfunk. Hirnforscher haben in diesem Jahr herausgefunden, der Mensch ist in der Lage, Teile des Gehirns abzuschalten, um Energie zu sparen. Es gibt den Begriff Energiesparbirne eine ganz neue Bedeutung. Das ist doch super. Fehlende Hirntätigkeit senkt den Energieverbrauch. Das bedeutet natürlich auch, nur ein abgeschaltetes Gehirn ist ökologisch korrekt. Das ist eine gute Nachricht für alle Trottel. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Bald erzeugen wir im Kopf mehr Energie, als wir verbrauchen. Das ist mal ein guter Vorsatz für 2014. Das Hirn muss nicht auf Standby stehen. Man kann es auch ganz ausschalten. Frohes neues Jahr.